Hallihallo, herzlich willkommen in Baidus Welt. Heute nochmal hier auf Extinction und wir haben vor, jetzt gleich sofort wegzureisen. Ich habe schon die ganzen Tiere eingepackt und ich habe gestern auch ein bisschen gezockt. Ich werde euch das mal zeigen. Eigentlich wollte ich gestern auch streamen, aber es hat sich herausgestellt, dass ich im Grunde genommen den ganzen Tag nur gefarmt habe. Naja, den ganzen Tag, ein paar Stündchen. Ich gebe zu, es war auch nicht so lange und heute wird es leider auch nicht so lang. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte noch mit den Bloodstalkern rumfliegen, aber nehmt mir das nicht übel, irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Sondern wir wollen eigentlich so schnell wie möglich wegreisen. Und ich habe die Taschen voll, man sieht schon, ich bin nahezu komplett voll. Das schicken wir mal gleich weg. Und ich zeige euch mal, was ich gestern gemacht habe. Er will nicht landen. Sauerei. Ich gehe mal davon aus, wir haben ein Leck. Kleines Begrüßungsleck. Man sieht, hier steht unser Carcodontosaurier. Einer der wenigen, die noch da sind. Und die anderen sind alle in meiner Tasche und wir schicken sie jetzt mal weg. Schaut mal hier. Ich habe gestern noch mal ganz viele Bauteile hergestellt. Hier. 200 Wände aus Glas, 100 Decken, 100 Dreiecksdecken und 100 schräge Dächer, die sind sehr teuer, und 100 Dreiecksdächer. Wir haben also jede Menge Baumaterial. Ich musste tatsächlich, weil ich so überladen war, auch ein paar Metallbauteile herstellen, Sauerei. Und ich lade mal gleich diesen Blödsinn rein. Das hier hatten wir noch übrig, rein damit. Dann haben wir hier noch ein schönes Metallbett, rein damit. Die ganzen Tiere sind ganz wichtig, dass die noch reinpassen. Hier ist unsere Fledermaus, der kleine Otter. Hier sind auch noch ein paar Bauteile, rein damit. Steckdosen, 7 Stück, könnten reichen drüben. Weiter geht's mit der Eule, unserem Dödi, unsere drei Dingsbumsens, unser Giga, also Dingsbums heißt Spinos. Dann unsere lustigen kleinen Säbelzahntiger. Wo wir eigentlich noch wesentlich coolere haben mit cooleren Farben. So, hier ist der... Oh, nee, Moment, Moment, no, den Dödi brauche ich doch noch. Ich wollte euch noch zeigen, wie ich gefarmt habe. Haben wir den Dödi schon reingetan? Egal, wir müssen sowieso noch einmal Sachen reinladen. Also Argentavis und Dödi heben wir noch auf, das ist unser Gewichtsdrache. Und ein Rex, und da ist noch der zweite Rex. Rein da mit euch, die Überlebenden. So, jetzt müssen auf jeden Fall noch drei Tiere rein. Und das sieht aus, als wäre genug Platz, dass wir auch noch hier Futtertröge verschicken können, die drei Artefakte. Ich habe halt gestern alles andere weggeschickt, ne? Zum Beispiel die anderen Artefakte, die noch da waren, die können wir aber jetzt gleich rüberschicken. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. So, sorry, da ist der Dödi. Und Bänke sind so ein bisschen begrenzt auf der Map. Es kann auch Pech sein, wenn jetzt hier einer eine Base hat, dann sind diese Bänke weg. Und man ist dann hier an die Laternen, das war ein Riesenakt. Man musste richtig ranfliegen und dann haut der Dödi von alleine zu. Jetzt hat er aber daneben gehauen, man hat schon gesehen. Solange der Dödi genug aufnehmen kann, also so nicht überladen ist, schlägt er von alleine solche Laternen weg. Man sieht jetzt nicht, dass er was gefarmt hat. Hat er aber. So, und dann merkt man sich so ein bisschen, wann ist er voll? Nach zwei Laternen, nach drei Laternen. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Mal gerade ist, ob Mal 1 ist. Hier, die hat er auch weggeschnappt. Und er schlägt so lange zu, bis er überladen ist. Wir versuchen mal, die da hinten noch zu erwischen. Und das war ein Riesenakt, weil man oft 10-mal an so eine Laterne ranfliegen musste, bis man an dem richtigen Ort war, wo der Dödi zugeschlagen hat. Jetzt kann es aber sein, er ist jetzt schon zu voll, um nochmal zuzuschlagen. Sieht so ein bisschen danach aus. Gut, wenn man damit fertig ist, dann ist man gelandet. So hier, Dödi wird abgesetzt. Dann ist man runtergejumpt und das hat man auch, dann musste man so oft machen, dass man da immer schneller geworden ist. Gut, jetzt hat er hier so ein bisschen gefarmt. Dann hat man das Zeug weggeschmissen, hat es den Kristall oder was auch immer in den Argentavis getan. Der Dödi war wieder leer. Und man konnte das Ganze weitermachen.
ja, das hat man früher Stunden um Stunden. Also um die Sachen, die ich da gebaut habe, bauen zu können, habe ich das Stunden um Stunden gemacht. Und 100 Kristall sind, glaube ich, gerade mal 3 Bauteile. So, habe ich euch das mal gezeigt? Wunderbar. So, aber mehr kriegt er eigentlich von solchen Bänken, die rumstehen. Also da könnte man hinfliegen und sich diese Bänke holen. Genau, und ich habe den Argentavis hergeschickt, weil ich mit dem ja diese Bauteile hergestellt habe. Das ist unser allererster Argentavis und den schicken wir auch einfach mit. So, dann zeige ich euch noch ganz, ganz kurz. Wir haben jetzt alles verschickt, genau. Ich zeige euch mal ganz, ganz kurz, wo ich da gestern gefarmt habe. Also gestern habe ich das nicht so gemacht, sondern ich habe einfach diese Bänke da weggefarmt. Dann hier vorne ist auch so ein Ort. Also diese Dinge habe ich damals gar nicht gesehen. Es gibt tatsächlich hier solche lustigen Tische. Ich meine, vielleicht habe ich das auch übersehen und dachte, das ist von einem Spieler gebaut oder so. Hier sind solche Tische, die kann man auch wegfarmen. Das sind sogar super viele an diesem Ort. Könnte sein, dass es einer der größten Spots ist in der ganzen Stadt. Also es gibt davon nicht so viele. Aber es gibt hier drüben zum Beispiel, also Laternen gibt es ohne Ende auf der Map. Ich habe aber gestern auch gemerkt, dass die manchmal nicht so schnell wieder spawnen. Hier ist zum Beispiel auch so eine Ecke, wo ganz viele Bänke stehen. Hier sind so wie so eine Bushaltestelle und da sind überall kleine Bänke daneben und die kann man auch alle wegfarmen. Ist aber manchmal auch ein Riesenakt, weil der Dödi, der trifft die Bänke oft nicht und so. Also es ist schon alles mit viel, viel Arbeit verbunden. Jo, aber ich würde sagen, das ist der beste Map, um an Kristall ranzukommen. Was man auch noch brauchte, um diese ganzen Bauteile herzustellen, war ganz viel Zement von Biberdamm. Normalerweise ist das hier eine super Biberdamm-Ecke, aber hier haben so viele Leute gebaut. Ich musste tatsächlich gestern hier auch ein bisschen Biberzeug farmen. Also hier ist eigentlich links und rechts auch mit Biber eine Menge los, aber wie gesagt, ich glaube, weil hier so viel gebaut haben, waren nur hier ganz vorne ein paar Biberdämme und auch hier ist überhaupt nichts. Das wundert mich, also eigentlich ist hier auch so in den Wäldern, manchmal hier auch ganz hinten, Biberdämme, aber man sieht schon, hier ist alles zugekleistert mit dem Zeug. Die haben also so richtig diese Biberdamm-Spawns zerstört an diesem kleinen süßen Fluss hier. Aber da vorne waren zumindest noch welche zu finden. Und ich habe eine komplette Ladung Zement dann auch rübergeschickt, also super viel Zement verbraucht. Und ich habe dieses Metall benutzt, was da unten in so einer Kiste war. Ich muss aber sagen, um diese Bauteile herzustellen, Metall ist das geringste Problem. Also im Grunde genommen hätte ich hier nur einen Tag mal ganz kurz mit Magmasaurier Metallfarm brauchen, das in so eine Schmelze. Wir haben ja noch viel Schmelzen. Und dann hätte das gereicht. Ich musste tatsächlich auch ein bisschen Metall wegschmeißen da unten. Aber das war ganz praktisch. So konnte ich das benutzen. Und habe hier ganz viel Zeug hergestellt. Boah, hier spawnen die Tiere richtig schnell. Gerade eben waren hier schon ein paar Hyänen. Jetzt rennen da hinten wieder Terrorbirds rum. Na los, wird Zeit, dass wir hier abhauen. Was ich noch mache, ich werde mal hier das Lagerfeuer abreißen und auch den Futtertrog. Dass wir hier nichts hinterlassen. Wunderbar. Und dann räumen wir mal den Laden leer. Da dürfte nicht so viel Zeit, so viel sein. Und ich glaube, ich reiße auch gleich mal den Tresor ab, weil dann können wir die ganze Zeug hier mit einmal wegschmeißen. Weg mit dem Kram. Oh, wertvolles Polymer, weg damit. Das ist super wertvoll hier. Weg damit. Okay. Das hier ist irgendwie, glaube ich, noch so ein kleiner Aufklärer, so eine kleine Drohne gewesen, aber ich glaube, die habe ich aus Versehen gekillt. Wir können sie ja, glaube ich, auch mal einfach zusammenbauen. So, hier sind die Sachen aus dem Tresor und ich gehe davon aus, dass wir das tragen können. Ja, können wir locker tragen.
Dann haben wir hier wahrscheinlich noch ein klein bisschen Benzin. Würde ich gerne mitnehmen. Mal gucken, wie voll wir gleich sind. Geht noch. Und hier haben wir diesen ganzen Blödsinn. Her damit. Ja, also das hier brauchen wir nicht. Das schmeißen wir weg. Und ja, das hier kann man zur Not auch futtern. Ist Blödsinn. Wir versuchen es mal mitzunehmen. Können mal gucken, ob das überhaupt mitgenommen wird. So, und den Rest können wir eigentlich so stehen lassen. Der Kühlschrank ist leer. Das Ding ist leer. Unser Bettchen kann auch hier bleiben. Und damit verabschieden wir uns auch schon von unserem kleinen hässlichen Häuschen, sage ich mal. Der Hammer war es nicht, aber es war schön geräumig. Und besser als einfach nur ein Kasten. Also so ein Dach zu bauen war jetzt auch nicht so schwer. Da kann man eine Menge lustige Sachen machen. Je größer das Haus, umso schöner kann man solche Dächer eigentlich reinbauen. Hier oben ist es sehr ungefährlich eigentlich. Sage ich jetzt, ne? Und gleich werden wir angegriffen. So, wir packen auch Ihmchen ein. Und wir packen auch schnell den Drachen ein. Und dann müssen wir nur noch den Timer abwarten. So, in den letzten Tagen hat hier irgendjemand seine Tierchen hingesetzt. Die waren aber nicht besonders im Weg. Vielleicht so ein bisschen. So, auch da träumen wir noch weg hier. Wunderbar. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also die Strider habe ich auch alle schon reingeladen. Das habe ich gerade eben gemacht. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Oh, eine Minute nur noch, Leute. Ja, das ist ja praktisch. Wir werden heute mit dem Drachen rüberreisen. Das habe ich jetzt ein paar Mal falsch gemacht. Ich habe diesen Drachen hergeschickt. Und ich habe ihn hier Genji den Zweiten genannt. So, wer jetzt da unbedingt rein soll, ist unser Carcodontosaurier Argentavis Dödi. Und dann gucken wir mal, was noch reinpasst. Also wir sind nicht besonders überladen. Können also eigentlich herumreisen. Den tun wir mal auf die 1. Ein bisschen Futter haben wir noch übrig. Und dann wollen wir doch mal schauen. Also ein bisschen Equip werden wir noch reinladen. Hier können wir auch mal gucken, ob das Kibbel nochmal einen Timer bekommt. Und dementsprechend nicht mitgenommen werden kann. Sekunden noch, na das klappt ja super. So, und ich habe mehr Lust auf Lost Island jetzt rumzuflattern, als hier mit dem Bloodstalker. Mal schauen, ob wir das überhaupt noch mal machen. Die Dinger sind ja so nervig. Die Bloodstalker vor allem, du fliegst halt gegen jede Base. Das ist halt hier auch so, lol, warum können wir denn das jetzt nochmal verschicken? Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Wir können es nochmal verschicken, aber wichtiger ist jetzt Carcodontosaurier rein da. Argentavis und Dödi. Ja, die beiden Bloodstalker brauchen wir jetzt auch nicht in der Tasche. Ich gucke mich noch mal um. Meinetwegen kommen die beiden Bloodstalker da noch mit rein. Und hier noch irgendwelcher Schnickschnack. Ich glaube, zwei Sachen können noch rein. Die Dinger sind relativ schwer. Was wollen wir dann noch reinladen? Ja, meinetwegen die 8 wertvollen Kibbles. Rein da mit euch. Er hat's geladen. Und jetzt checken wir noch mal ab. Voll. Gut, mit dem anderen Zeug werden wir jetzt rüberreisen. Und ich guck mal nach. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nö. Dann schauen wir mal nach, wo wir hinreisen könnten. Zum anderen Server reisen. Ich gebe mal Lost ein. Da gibt es jede Menge Lost Island und wir wollen ein Lost Island in der EU. Boah, guck mal, wie viel es da gibt. Super viele. Und wir wollen eins mit einem niedrigen Ping. Hier sind 15 Leute online. 77er Ping, 31er. Ist schon
schon fast das Beste hier oben. Und Nummer 121, nee, 1122. Das klingt doch gut, da wollen wir hin. Mit Überlebenden beitreten. Da wollen wir hin und sagen damit Extinction Adieu. Hier haben wir alles erledigt. So, wir wollen in einem leichten Dingsbums, nehmen wir doch einfach mal das erste. Born Überlebenden. Auf geht's. Gleich den Drachen rausschmeißen. Mal gucken, ob wir das überleben. Wir haben den Drachen noch in der Hand. Wow, Leute, wir sind angekommen. Na, das ist ja mal eine Begrüßung hier mit Regen. Wir haben schon so lange keinen Regen mehr gehabt. Warum haben wir eigentlich so lange keinen Regen mehr gehabt? Das erinnert ja an The Island hier absolut. Läuft da hinten rum ein Trike? Ja, das ist ja cool. Da sind richtig coole Berge. Gefällt mir schon mal. Und unsere Aufgabe ist jetzt im Grunde genommen, ein schönes Plätzchen zum Bauen zu suchen. Hier hat schon einer seine allererste Base. Und es ist super regnerisch, neblig. Da hinten ist ein Leuchtturm. Ich glaube, da fliegen wir gleich mal hin. So, und wir können ja, ich wollte ja eigentlich auch auf Extinction mich mal zu Fuß durchschlagen. Das können wir ja dann später noch machen. Aber jetzt hatte ich da auch keinen Bock drauf. Ich will jetzt unbedingt hier noch mal eine schöne Base bauen, wo wir dann auch bleiben. Also unsere letzten beiden Häuschen, das hat mir auf jeden Fall gereicht. Und ich hätte gerne eine richtig gerade Fläche. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt. So ähnlich wie hier. Ne? Hier ist es relativ gerade. Man muss immer so ein bisschen von hier unten gucken, aber da geht es ganz schön bergauf da drüben. Läuft aber im Moment ganz gut. So, ich nehme nicht alles raus, falls hier was passiert. Wir werden noch einmal reingucken und dann hätten wir theoretisch alles. Ich muss auch aufpassen, mein Leben geht hier sehr schnell runter. So, 200 Bauteile noch. Und dann haben wir alles hier in diesem wunderschönen Strider drin und der halbiert das Gewicht, ne? Der hat jetzt 1700 Gewicht. Richtig geil. So Jungs, wir haben es geschafft. Strider-Jungs, wenn man zu euch überhaupt Jungs sagen kann, kommt mal mit. Ihr werdet ja wohl jetzt hier mal runterplumpsen. Oh, Megatherium hat sich hier mit den Heilschweinen angefreundet. So, und damit sind wir schon so gut wie angekommen. Hier drüben wird es wieder hell, geil. Geiler Shit. Ist ja ein Ding. Boah, und hier wird es dunkel. Also wir sind hier genau an der Grenze. Und hier, wo wir unsere Base bauen wollen, beziehungsweise hier wird es auch noch nicht so richtig hell, oder was? Oh no. Wir sind genau an der Grenze von hell und dunkel.
So, dann schalte ich jetzt mal extrem hell. Wir schnappen uns eins unserer Viecher, killen da hinten mal die Heilschweine. Wo sind sie hin? Da ist eins. Weg mit dir, und wir killen auch das Megatherium. Was soll der Blödsinn? Die haben wir schließlich da oben runtergelockt. Das muss ja nicht sein. So. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, in welchem Strider unsere ganzen Sachen sind. Beziehungsweise in welchem nicht. In dem hier nicht. Das ist ein absoluter Farm-Strider. Und mit dem fangen wir jetzt mal an zu farmen. Attacke. Wird alles weggefarmt. Und ja, da braucht man gar keinen Dödi. Mit dem hier kann man super aufräumen. Und da machen wir jetzt mal die ganze Fläche hier glatt. So, sehr cool. Also wir sind auf jeden Fall angekommen. Das ist schon mal etwas. Es hat super lange gedauert, bis ich hier meinen Ort gefunden habe. Und ich denke, das ist schon ein ganz cooler Ort. Also dieser Urwald hat mir einfach am besten gefallen. Das ist mal was ganz Neues. Und ich denke, irgendwelche kleinen Viecher werden sich hier in diesem Urwald wahrscheinlich auch verbergen. Ich habe keine Ahnung, wo die Affen versteckt sind. Die Amarosaurier oder wie sie heißen, haben wir schon erwischt. Die sind echt hier im Schneegebiet. Wir brauchen also hier auch ein paar Schneeklamotten. Also die würde ich schon noch versuchen zu zähmen. Die zähmt man wohl, indem man Tiere um sie herum, also ihnen hilft, Tiere zu killen. Aber ich will es mal nicht versprechen, weil, soweit ich weiß, müssen wir dafür noch Kuchen herstellen. Das ist auch wieder so eine Sache, die nicht so geil ist. Gut, aber ich würde sagen, ich mache mal Schluss für heute. Wir haben auf jeden Fall eine Menge gemacht. Es war vielleicht ein bisschen langweilig, dieses ganze Rumgegucke, Rumgesuche. Aber es musste unbedingt sein. Und zumindest die Bauteile habe ich ja alle schon mal hergestellt. So, er hier hatte noch ein Level. Was ist er denn für einer? Er ist unser Gewichtsdrache. Na los. Wunderbar. Den anderen Kram behalten wir einfach mal in der Tasche. Bin voll gefuttert. Gut, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht. Wir sind wieder ein Schrittchen weiter. Wir sind auf Lost Island angekommen. Und das ist ja eine richtig schöne Map, würde ich sagen. Also auch hier unten im Haus müssen wir unbedingt so ein paar Fenster reinbauen, dass wir hier immer rausgucken können. Das ist ganz wichtig, dieser wunderschöne kleine Fluss. Mal gucken, aber so viele Pläne habe ich da jetzt nicht. Wir müssen einfach weitermachen, einfach anfangen hier rumzubasteln. Na mal schauen, ab ins Bettchen. Und dann danke ich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, hat mega Spaß gemacht. Beim nächsten Mal geht's weiter. Gute Nacht, lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss.